Moin Leute, ich habe mir über den Sommer eine kleine Auszeit gegönnt und bin jetzt zurück mit einem neuen Video. Der Sommer neigt sich ja dem Ende, der Herbst steht vor der Tür, im Supermarkt gibt's Lebkuchen und im Garten müssen einige Sachen runtergeschnitten werden. Da ist doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, um mal über Gartenscheren zu reden. Dazu habe ich mal 4 Scheren mitgebracht. Eine ist übrigens vorneweg, das wird jetzt kein objektiver Scherentest. Ihr seht ja schon, dass alle Scheren benutzt bzw. auch unterschiedlich lange benutzt sind. Ich möchte euch heute eher meine persönliche Erfahrung mit diesen Scheren erzählen und in den Kommentaren darüber mit euch quatschen. Übrigens, eine dieser Scheren habe ich seit meiner Ausbildung, also seit mittlerweile 12 Jahren. Welche das ist, erfahrt ihr gleich. Fangen wir doch einfach mal mit dieser Schere an. Die kostet sage und schreibe 3 Euro und ist einem bekannten Markenprodukt stark nachempfunden. Sogar so stark, dass es mich wundert, dass das noch kein Plagiat ist. Die Schere habe ich einen Tag lang benutzt und sie am liebsten danach sofort weggeschmissen. Die Klinge ist überhaupt nicht scharf und hat unendlich viele Macken drin. Die Feder hier flog auch schon mehrfach raus. In meinen Augen also absolute Ressourcenverschwendung. Obwohl hier 2 Phillips-Schrauben drin sind, könnt ihr die Schere leider nicht auseinandernehmen, um sie zu reinigen. Die Schrauben sind viel zu fest und auch viel zu weich. Ich muss hier enorm Kraft mit dem Schraubendreher aufwenden und selbst dann rutscht der Bit noch ab und macht mir entweder den Bit oder die Schraube kaputt. Und glaubt mir, die Schere wollt ihr auch nur aus einem Grund demontieren, und zwar um sie umweltgerecht zu recyceln. Die nächste Schere ist von Wolfgarten und die hat bereits 8 Jahre auf dem Buckel. Die Klinge war auch am Anfang schön scharf. Leider ist die Klinge ein wenig zu dünn. Dadurch kann die Schere sich beim Schneiden verbiegen, weshalb sie sich öfters mal verklemmt. Ich kann das mal hier demonstrieren. So. Übrigens, die Schere kostet knapp 10 Euro. Sie hat zwar hier auch eine Schraube und ihr seht schon, die hier ist ja auch schon ein bisschen ausgelutscht. Und die könnt ihr leider auch nicht demontieren, um sie zu reinigen und zu warten. Kommen wir jetzt zu einer Schere, die wahrscheinlich viele von euch kennen oder sogar selber haben. Die Gardena-Schere. Das Modell hier kostet rund 30 Euro und die Öffnungsweite kann mit diesem Rädchen verändert werden. Also einmal für große Hände oder auch für kleine Hände angepasst werden. Das finde ich richtig gut. Übrigens, bei Gardena sind alle Hebel mit einer Funktion orange. Diese 30er Torx-Schraube lässt vermuten, dass wir die Schere auseinandernehmen können. Leider geht das auch hier nicht. Ich musste hier schon enorm Kraft aufwenden und trotzdem hat die Schraube sich keinen Millimeter bewegt. Warum bin ich jetzt eigentlich so fixiert darauf, die Scheren auseinandernehmen zu wollen? Naja, ganz einfach, zur Reinigung und zur Wartung. Denn wenn ihr die Scheren lange benutzt, sammelt sich einiges an klebriger Pampe in den Scheren ab. Harz, Sand, altes Öl, irgendwelcher Dreck und so weiter. Außerdem können wir so die Klingen gut nachschärfen. Im zusammengebauten Zustand geht das nicht so einfach. Ich demonstriere das mal hier mit dieser Bürste. Ich weiß, das ist eine Bürste und kein Schleifstein, aber ich habe jetzt nun mal keinen Schleifstein zur Hand. Den Schleifstein, den ich aber habe, ist ein bisschen breiter und hat eine ähnliche Form. Deswegen geht das mal zu Demonstrationszwecken. Wenn ich jetzt also hier die Schere habe und ich müsste sie jetzt so über den Schleifstein ziehen, dann habe ich hier einige Mühe, also hier irgendwie in einem halbwegs 30 Grad Winkel diese Klinge zu schleifen. Also entweder ich stelle mich jetzt richtig blöd an oder das geht wirklich nicht. Also wenn ich sie jetzt hier so versuchen würde zu schleifen, also ich habe auf jeden Fall hier kein so gutes Gefühl drin. Wenn ihr jetzt der Meinung seid, ich erzähle hier nur Quatsch und man kann die natürlich ganz einfach nachschleifen, dann schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare, weil so können wir alle auf jeden Fall noch was davon lernen. Kommen wir jetzt zu der Gartenschere. Diese habe ich tatsächlich seit 12 Jahren und habe sie auch damals nur gebraucht übernommen. Und zwar diese hier, eine Felco 8. Und diese Schere könnt ihr komplett demontieren und alle Einzelteile nachkaufen. Sehr, sehr geil. Seien es also die Schrauben, die Griffe, die Feder, das Teil, wovon ich jetzt den Namen nicht kenne und ganz wichtig auch die Klinge. Zum Demontieren gibt es ein kleines Universaltool von Felco, das ich immer verliere.
aber mit einem Außensechskant geht das auch. Ich zeige euch das mal. Wenn ihr die Schere zerlegt habt, dann könnt ihr die Klinge ganz einfach nachschleifen. Ich nehme natürlich wieder zu Demonstrationszwecken meine Bürste. Hier kann ich jetzt also ganz einfach die Klinge im 30-Grad-Winkel, also über meinen Schleifstein, aka Messingbürste, rüberziehen und so richtig schön hier auch die Wölbung ausarbeiten und die Schere nachschleifen. Wenn die Klinge wieder scharf ist, dann nehme ich mir wirklich meine Messingbürste und mache alle Teile sauber. Die Schere ist jetzt nur so sauber, weil ich das Ganze hier schon zum zweiten Mal aufnehme. Aber sonst wäre jetzt hier eine Menge ekliger Pampe drin. Altes Öl, Harz von den Bäumen, na, was ich vorhin schon gesagt habe. Und da reicht es, wenn ihr die einfach rudimentär sauber macht. Wenn ihr alle Teile sauber gemacht habt, dann setzt die Schere wieder zusammen und ölt sie ein wenig. Die Klinge hier ist jetzt circa 1,5 Jahre alt, fast jeden Tag in Benutzung und hat so gut wie keine Macken drin. Und ich möchte nicht mit dem Finger direkt über die Klinge fahren, denn die ist immer noch richtig, richtig scharf. Ja, die Schere kostet knapp 40 bis 45 Euro und ist natürlich damit nicht gerade billig. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass ihr diese Schere ein Leben lang haben werdet. Ich habe sie wie gesagt seit 12 Jahren und sie hat mich noch nie im Stich gelassen. Und dafür sieht sie nicht so schlecht aus, finde ich. Was kann jetzt also abschließend gesagt werden? Nun, die 3-Euro-Schere ist nur zum Bieröffnen gut. Na dann Prost! Wenn ihr auf eurem Balkon ein paar Blümchen runterschneiden wollt, braucht ihr natürlich keine Felco. Da reicht auch eine Schere so um den dicken Daumen für ca. 10 Euro aus. Bei der Gardena-Schere bin ich leider von dem Preis-Leistungs-Verhältnis ein bisschen enttäuscht. Ich meine, nach 3 Jahren ist klar, jede Klinge stumpf. Aber für diesen Preis habt ihr leider keine Möglichkeit, die Schere vernünftig zu warten. Ich meine, wenn ihr noch 10 bis 15 Euro obendrauf legt, dann bekommt ihr eine Felco. Wenn ihr also ambitioniert im Garten unterwegs seid, dann würde ich euch immer zu einer Felco oder zu einer vergleichbaren Schere raten. Das Auseinandernehmen, Schärfen, Warten und die Ersatzteile, die ihr bekommt, das ist einfach klasse. Und diese Klingen sind wirklich richtig hart und langlebig. Eine Sache muss ich aber noch fairerweise erwähnen. Ein geschätzter Kollege und sehr guter Freund von mir, mit dem ich damals meine Ausbildung gemacht habe, setzt eher auf die preisgünstigeren Scheren. Er selber hält selber gar nicht so viel von Felco. Letztens hat er mir einer seiner Scheren in die Hand gedrückt und ich muss sagen, die sind echt klasse. Wie er die pflegt, weiß ich gar nicht oder was das für eine Marke ist oder auch was die kosten. Da frage ich ihn nochmal und schreibe es dann euch in die Kommentare. Das war's also mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns in einem nächsten Video wieder. Also, bis dahin macht es gut. Ciao.